Everybody scream. Schatz, ich bin wieder zurück. Hallo, Eli. Was machst du eigentlich noch hier? Hast du schon Pen von anderen Leuten gestohlen, wie du es jeden Tag machst? Ich bin momentan nicht in Stimmung. Was ist denn los? Willst du nicht darüber reden? Ich muss jedes Mal an seinen Satz denken. Wen meinst du und was für einen Satz? Dieser Xerox. Freundschaft bringt einen viel mehr, als man denkt. Das ist alles, warum machst du dir darüber Gedanken? Frankie, Siggy, Wolf, Koordinator und ich, wir sind alle deine Freunde, wobei ich natürlich die wichtigste bin. Übertreib es nicht, Eli. Bitte? Ich fühle mich jeden Tag schlechter, seitdem er mir das gesagt hat. Ich muss jedes Mal an seine Worte denken und daran, wie ich dauernd genau das Gegenteil davon bin. Ich habe nur die sogenannten Freunde, weil unser Team ein Vorteil für uns ist. Es geht immer nur um Pen. Das macht mich krank. Mann, Taeo, dieser Muskelchat-Fuzzi ist ein Rookie. Du hast nie auf Rookies gehört. Lass dich von dem nicht verrückt machen. Aber hat er nicht recht? Seine Worte haben nichts zu bedeuten. Konzentrier dich bitte auf das bevorstehende Match. Sowas können wir uns nicht leisten. Wolf hat recht. Wenn ich darüber nachdenke, wie du früher warst, Eli, du warst früher ganz anders. Was? Wie jetzt? Alles wegen mir. Was willst du damit sagen? Wir waren damals nicht dabei, Tayo. Ja, genau. Erzähl ihnen mal, wie ich dich kennengelernt habe. Du warst auch immer so wie heute. Na schön, aber ich tue es ungern. Ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal SV League besuchte. Heute weiß ich, dass damals mein absoluter Glückstag war. Echt? Yeah. Glaubst du es jedenfalls, traf ich kurz darauf drei Jungs und ein Mädchen. Hey, hey, hey! Was soll denn das? Lass die gefälligsten Ruhe, 3 auf 1 ist feige! Was willst du denn? Lass sie in Ruhe! Hast du irgendwelche Probleme? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Sieh zu, dass du dein Mundwerk zubekommst. Блядь, immer diese Newbies, die ihr Maul groß aufreißen müssen. Können wir das nicht friedlich lösen? Ach, jetzt auf einmal. Lasst sie doch in Ruhe. Was hat sie euch getan? Was soll das? Mach hier nicht ein auf Gentleman, Suka. Oh nein, ist alles okay? Hast nochmal Glück gehabt, kleine dumme Göre. Ich werde mir die Pen noch holen. Tut mir leid, dass du wegen mir... Geh! Ich danke dir. Willkommen in SV Leeds, Neuling. Sagen Sie mal, sind hier eigentlich nur Bekloppte? Um ehrlich zu sein, ja, Sir. Bravo, kann ich ja gleich wieder gehen. Möchten Sie sich gerne in SV Leeds registrieren? Doch, ja, war nur ein Witz. Ich bräuchte dann Ihren Namen und Ihr Alter. Tyre Craft 25. Okay, alles klar, Sie sind nun registriert. Möchten Sie noch gerne einen SV-Guide haben? Nein, danke. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in SV Leeds. Genießen Sie Ihre Zeit bei uns.
Ihr müsst doch wissen, was eure Stärke ist. Jo? Können Sie das nochmal aufzählen? Okay, das Plasma-Sword ist eine Waffe, die Geschick erfordert. Damit seid ihr schnell am Zug. Das Counter-Sword ist mehr eine Defensivwaffe. Ihr blockt damit Angriffe eurer Gegner, um danach einen Gegenangriff starten zu können. Das Stormbad... Sturmfledermaus! Geil ausgedacht. Das Stormbad... Sturmfledermaus! Okay, das Stormbad... Sturm! Jetzt halt doch mal die Mauvel! Entschuldigung. So, diese Hirnspalterwaffe ist mehr offensiv. Schon ein Schlag kann einen K.O. hauen. Sonst noch Fragen? Ich. Ja? Können Sie das nochmal aufsagen? Ich wollte mir das nochmal aufschreiben. Klar, ich habe heute den ganzen Tag frei. Nee, mal im Ernst. Such dir eine Waffe aus. Wenn du nicht mit klarkommst, kaufst du dir eine neue. Soll ich dir das mal zeigen? Vielleicht kannst du es dir besser merken. Oh, ja, gerne. Das nennt man offensiv. Sonst noch Fragen? Wow, das war echt lustig. Wobei es eigentlich ein Verstoß ist. Tze, Verstoß. Ich habe keinen Bock, den ganzen Morgen durchzukauen. Man muss sich durchsetzen können und denen mal zeigen, was man auch versteht. Dürfte ich mal fragen, wie du heißt? Taeo. Freut mich, dich kennenzulernen, harter Brocken, du. Du könntest es hier zu was bringen. Ich lade dich zu einer Pulle ein. Wie wär's? Das kommt ziemlich plötzlich. Ich kenne dich ja kaum. Aber na gut, gerne. Na, Sigi, wie weit schon? Die 12. Kanne schon. Alter. Taeo, Sigi und Frankie. Frankie und Sigi, Taeo. Ich hol mir mal eine neue Kanne. Was für ein Haufen Versager. Was sauft ihr da? Kaffee! Pass auf, dass du keinen Herzinfarkt bekommst. Ich doch nicht. Ich nehme immer ein Bier. Sagt mal, geht's euch eigentlich noch gut? Siggi, sind wir bescheuert? Der eine trinkt Bier und pennt gleich ein und der andere säuft so viel Kaffee, dass er vibriert wie eine kaputte Waschmaschine. Siggi, vibrierst du? Spinne! Raus aus meinem Kopf! Wo bin ich nur gelandet? Hier, für euch. Brandon! Ja, ich weiß. Eine Hand kam durch die Wand. Du kennst hier wohl jeden, oder? Ja, bin OS-Ausbilder. Only shit. Bitte, Taeo. Bist du neu? Nee, ich sehe nur so aus, weißt du? Du siehst heftig aus. Wie wär's ein 101? Du kannst nicht mal klar denken bei deinem Koffeinschock. Ich werde dich eh zertrümmern. Das denkst du! Wenn du darauf bestehst. Ich werde euch zu einem guten Platz bringen, wo ihr euch kloppen könnt. Mein erstes Match und das gegen einen Kaffeesuchti. Ich hau mich aufs Ohr. Bis denn. Seid ihr bereit? Auf alle Fälle. Ja. Ja, so. Okay, Ken! Haja! Ah! Ah! Oh, verdammt! Ah! 1-0 für Taeo! Ah! Haja! Haja! 1-2, leichter! Nun kommt der Entscheidungskampf! Haja! Haja! Den Kampf gewinne ich! Panzer! Sonst noch was?
Du bist gut, Mann. Lass uns noch ein Team bilden. Ich, Frankie und du. Ich werde euch leiten, klar. Kein Problem, ich wollte schon immer mal in ein Team sein. Jetzt gründen wir sogar eins. Oh yeah! So wurde Ziggy das erste Mitglied in unserem Team, obwohl ich einfach dachte, dass er ein Idiot ist. Oh ja, das waren noch Zeiten. Hehe. Frankie brauchte nicht überlegen. Ihm war das eh egal gewesen. Was? Jedenfalls wurde ich Tag für Tag immer besser, so kaufte ich mir neue Klamotten. Jedoch musste ich tief in die Tasche greifen, da das Outfit teuer war. Aber es bot mir eine Menge Schutz. Ich war mehr ein Abwehr, ein Tank. Welches Arschloch! Komm her, du Drecksack! Sehr gut, Ziggy. Ich bin Frankie. Wie auch immer. Was sollte der Mist gerade, Ärger. Sonst was? Nein. Du ärgerst wohl gerne Neulinge wie mich, wie? Auch. Wolf hatte nichts viel zu sagen, jedoch habe ich in vielen Matches gesehen, wie gut er snipern konnte. Wir brauchten dringend ein Sniper-Team. Von diesem Zeitpunkt an warst du mein Sniper. Und dann haben wir uns getroffen, nicht wahr, Schatz? Dazu werde ich jetzt kommen. Hey, George! Du schon wieder. Ich wollte jemanden vorstellen, er ist echt gut im OS. Nun will er es mit ganz ausprobieren. Warum? Warum ist die Banane krumm? Weil das eine Banane ist. Bananen wachsen krumm. Bananen sind keine Äpfel. Wie auch immer. Empfehle mir eine gute Waffe. Wünsche dir noch viel Spaß, Kaio. Hi. Hi. Hey, hier wird nicht geflirtet. Ich hab doch nur... Welche Waffe willst du austesten? Bist du neu hier? Hey, ich hab was gesagt. Fresse, Mann! Nur weil du keine Chance hast, überhaupt mit Bäumen zu reden, musst du sie nicht dauernd unterbrechen! Gib mir irgendeine fette Wurm, mit dem ich King of Disaster spielen kann. Nein, ich bin momentan noch Amateur, etwas erfahrener. Ich bin die Lime. Ich bin erst seit kurzem hier. Hier, hast du. Geht doch. Hast du noch, bitte. Oh, die Leute. Elaine mochte meine Art und wir haben eine Menge Zeit miteinander verbracht. Du hast mich so akzeptiert, wie ich bin, aber jetzt lässt du mich mit meinem Problem einfach da stehen und sagst, ich bin albern und soll mich nicht so anstellen nach dieser langen Zeit. Das kotzt mich an. Wohin gehst du? Interessiert dich doch ohnehin. Ich denke lieber weiter darüber nach, wie viele Freunde du hast und lass uns dein Team seine Arbeit machen. Bitte, was? Du erwartest von uns, dass wir dich verstehen und möchtest bemitleidet werden, betrachtest uns aber gleichzeitig nicht als deine Freunde. Wie soll das denn funktionieren? Wir waren immer für dich da, Taiyu. Wir waren nicht nur ein Team, wir waren das Team. Wir sind alle Freunde und helfen uns gegenseitig, zumindest bis jetzt. Verdammt nochmal, dann hau doch ab! Und wo wollt ihr hin? Wir gehen zusammen als das Team. Wie Elaine schon sagte, ob mit oder ohne dich, wir sind Freunde und halten zusammen. Tolle Freunde seid ihr. Ihr lasst mich doch hier stehen. Echte Freunde hätten jetzt gewartet und mich nicht im Stich gelassen. Du warst doch derjenige, der gesagt hat, dass wir nur ein Team sind und hinter Penn her sind. Taeyo, was ist nur los mit dir? Kommt, wir gehen. Scheiße! Mann, der macht mich echt sauer. Sind wir ihm wirklich so egal? Wonach sucht ihr denn?
Nimm's nicht persönlich. Er sucht vielleicht nach Freundinnen, die was mit ihm unternehmen. Wenn wir mal ehrlich sind, wir haben Tayo nie eingeladen, wenn wir mal was zusammen unternommen haben. Wie bitte? Er ist doch mein Freund, er ist dauernd bei mir. Dann bist du halt die Ausnahme. Tatsache ist, dass Tayo niemand hat, mit dem er sich über seine Probleme oder andere Sachen unterhalten kann. Mit dir kann er sich ja auch nicht über alles unterhalten. Ich finde, wir sollten ihm nochmal eine Chance geben und mit ihm was unternehmen, damit er sich halt nicht als Chef sieht, sondern als unser Freund, verstehst du? Na gut, hast ja recht. Also seid ihr nicht mehr sauer auf Taeyo? Doch, aber ich bin seine feste Freundin und wenn ich nicht zu ihm halten würde, wäre ich als diese ziemlich erbärmlich. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Immerhin ist es Taeyo. Er ist ebenso. Okay. Sind Sie wirklich meine Freunde oder wollten Sie nur, dass ich mich beruhige, damit ich beim nächsten Turnier nicht verliere? Andererseits habe ich Sie bisher als nur meine Arbeiter gesehen und dann haben Sie so viel für mich getan. Und was habe ich für Sie getan? Was kann ich jetzt noch machen?